da die Einschläge sozusagen alle 2 Tage kamen, zermürben sie auch irgendwann. Und das war die Phase, in der ich wirklich mir überlegt habe, eigentlich kannst du jetzt in die Ostsee gehen. Den Gedanken habe ich nach 10 Minuten wieder verworfen, aber der war da. Das hört nur auf, nicht, wenn du jetzt nicht mehr da bist. Du willst das nicht mehr. Herr Kubicki, zunächst vielen Dank, dass Sie die Zeit für uns haben. Fangen wir mal relativ früh an. Wie wurden Sie politisiert? In der Schule. Ich ging aufs Gymnasium in Braunschweig und wir hatten einen Arbeitskreis für Politik, an dem ich mich zunächst engagiert habe, dessen Vorsitzender ich dann wurde und auf die Art und Weise, es war ja Mitte, Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, in der insgesamt die Jugend anpolitisiert war, stieß ich zur Parteipolitik auch, das heißt zur Auseinandersetzung mit den Programmen von SPD, CDU, FDP. Und es gab damals auch eine starke Bewegung der Rechtsradikalen der NPD. Und ich habe es geschafft, zu einer Podiumsdiskussion die Vertreter von DKP bis NPD aller Parteien zu bekommen. Und das war sozusagen der Einstieg in Politik. Was waren Ihre politischen Ambitionen damals? Keine. Es war reines Interesse, auch an der Veränderung in der Gesellschaft, sich einzubringen, etwas zu verändern. Ich hatte lange Gespräche mit meinem Vater, der im Zweiten Weltkrieg Pilot war, etwas, was ich auch zunächst werden wollte, über die Situation während des Dritten Reiches. Und bei mir ist die Erkenntnis gewachsen, dass man sich einmischen muss, um zu verhindern, so war der Ansatz, dass vom deutschen Boden jemals wieder ein Krieg ausgeht. Und das hat dann auch meine parteipolitische Einstellung bis heute geprägt. Wieso? Ja, als ich im Deutschen Bundestag saß, habe ich gemeinsam mit dem Kollegen Coppolin gegen den ersten Auslandseinsatz der Bundeswehr gestimmt. Und ich bin bis heute der Auffassung, dass die Bundeswehr sich selbst überfordert und die deutsche Gesellschaft überfordert, wenn sie an Kriegseinsätzen außerhalb Europas teilnimmt. Das heißt nicht zur Verteidigung des eigenen Territoriums, sondern zur Durchsetzung von Interessen Dritter. Das ist nicht meine Auffassung von der Notwendigkeit der Landesverteidigung. Waren Sie ein Idealist? Ich war ein Idealist, bin es immer noch in Teilbereichen. Ich glaube, wenn man seine Ideale verloren hat, dann ist man in der Politik am falschen Platz. In Teilbereichen, sagen Sie. Naja, die Erfahrung des Lebens zeigt dann schon, dass die Vermutung, man bringe sich ein und könne schnell was bewegen, an der Wirklichkeit scheitert. Viele Prozesse brauchen relativ lange. Und man muss lernen, dass Demokratie auch darin besteht, mit den Meinungen anderer umzugehen, selbst wenn sie einem nicht gefallen oder wenn man sie für dumm hält. Wie muss man sich denn in einer Partei verhalten, in einer Fraktion, wenn man Karriere machen will? Geht es da nur um Meinungen oder geht es um Seilschaften? Geht es um Gefallen? Was ist da das Rezept? Also ich kann Ihnen keine allgemeinen Lebensratschläge geben, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die der Anpassung durch Seilschaften. Und die andere Möglichkeit ist die, eigene Stärke zu gewinnen, beispielsweise durch Medienkompetenz, durch Medienauftritte. Auch durch Widerspruch zur herrschenden Meinung, die sich irgendwann, der Widerspruch, der sich irgendwann mal durchsetzt. Also die meisten Leute in den Fraktionen glauben, durch Anpassung erreichen sie mehr. Ich glaube das Gegenteil. Ich glaube, dass durch Formulierung von festen Positionen und durch das Erläutern dieser Position, also nicht durch halsstarriges Beharren auf einer Position, sondern durch das Erläutern, wie komme ich da dazu, diese Position einzunehmen, durchs Vermitteln auch der Argumente sie deutlich mehr erreichen können auf Dauer als durch Anpassung. Wo ist denn der Umgang schärfer? Zwischen den Lagern oder innerhalb des Lagers? Also, wenn es darum geht, Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, dann ist es zwischen den Lagern. Da wird ja relativ stark rumgeholzt, auch verbal. Wogegen ich eigentlich nichts habe, wenn es nur einigermaßen intelligent ist. Also, es muss auch mal einen zum Schmunzeln veranlassen und nicht nur persönliche Diffamierung sein. Wenn es um die Frage geht, dessen, was Sie Karriere genannt haben, ist es innerhalb des eigenen Lagers dramatisch. Mit dramatisch meine ich, das geht dann tatsächlich bis zur Verlautbarung persönlicher Fehlbarkeiten. Also die meisten Intrigen, die öffentlich werden, kommen ja aus den eigenen Reihen. Gucken sich in Schleswig-Holstein die Kollegen von Bötticher an. Es muss einen nicht interessieren, ob der mit einer 16-Jährigen ein Verhältnis hat, ja oder nein. Aber dass er das hatte, haben Parteifreunde von ihm in Schleswig-Holstein ausgenutzt, um ihn
schlicht und ergreifend aus der Position herauszudrängen, Spitzenkandidat der CDU in Schleswig-Holstein zu sein. Und darüber muss man ja schon mal lange nachdenken. Ich vermute, das hat nichts mit einer einzelnen Partei zu tun, sondern ist jeder das haben Partei. Sie, das haben Sie in jeder Partei, definitiv. Also entscheidend ist, dass die Menschen, die öffentlich mit dem höchsten moralischen Anspruch an andere herantreten, den geringsten an sich selbst haben. Und das ist schon eine Erfahrung über 40 Jahre, die mich beeindruckt hat. Die mich da auch dazu geführt hat zu sagen, traue niemandem aus dem politischen Bereich persönliche Probleme an. Denn dann kannst du sicher sein, dass es irgendwann gegen dich verwandt wird. Und ich glaube, das macht den politischen Bereich anders als, sagen wir, Wirtschaft und Medien, weil Sie haben eben gesagt, das ist in allen Bereichen so, bis hin zur FAZ und der ARD also und ZDF. Ich würde mal sagen, jemand, der in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ein privates Problem hat, wird das auch nicht seinen Kollegen anvertrauen, weil auch dort eine entsprechende Konkurrenzsituation besteht. Es wird außerhalb des politischen Bereichs wahrscheinlich anders verwandt, weil nicht so sehr Öffentlichkeit hergestellt werden kann damit. Wir müssen doch alle, die wir in der politischen Klasse tätig sind, jeden Tag damit rechnen, dass selbst minimale Verfehlungen, über die wir normalerweise nur schmunzeln würden, gegen uns verwandt wird, und zwar in einem Ausmaß, der fast nicht mehr erträglich ist. Und kein Mensch ist ein Heiliger, kein Mensch hat nicht irgendwelche Probleme, kein Mensch hat nicht irgendwelche Dinge in der Familie, die er nicht gerne öffentlich erörtert wissen will. Der ständige Druck aber, dass das passieren kann und damit auch andere Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, verändert die Verhaltensweise. Sie kapseln sich im politischen Bereich wesentlich stärker ab als im normalen Leben und sie sind wesentlich misstrauischer. Ich kann das auch wieder in einem Beispiel dokumentieren. Ich rede ja gerne öffentlich auch über alle möglichen Dinge und ich bin mit Friedel Drautzburg, dem Inhaber der Ständigen Vertretung in Berlin, befreundet. Wir stehen am Tresen, unterhalten uns über Freundschaften und er sagte mir, tu mir einen Gefallen, lass uns hier nicht reden. Berlin hat überall Ohren, hier gibt es 3000 freie Mitarbeiter für Medien, egal was du sagst, das kann morgen im Blatt stehen. Und das ist dann etwas, worüber sie erstmal nachdenken müssen. Ich komme nur aus der Provinz in eine große Hauptstadt, worüber sie nachdenken müssen, dass sie nicht mal am Tresen abends locker mit jemandem sprechen können oder auch mal Scherze machen können, weil diese Scherze auch gegen sie missbraucht werden können. Frauenwitze beispielsweise, nicht von mir ein frauenfeindlicher Witz oder ein vermeintlich frauenfeindlicher Witz und meine Karriere wäre zu Ende. Ich habe ein Interview gegeben in der Zeit, Dossier, was meine Frau vorher gelesen hat, in Ordnung fand, was viele andere Leute vorher gelesen haben, in Ordnung fand, was auch eigentlich sehr gut war, weil es sehr offen war. Und das Erste, was passierte, ist, dass die Frauen der Grünen hier in Schleswig-Holstein einen Antrag einbringen wollten in den Landtag, meine frauenfeindlichen Äußerungen sollten nicht nur kritisiert werden, sondern verurteilt werden, weil ich erklärt habe, ich könnte in Berlin nicht dafür garantieren, dass ich sozusagen ein treuer Ehemann wäre, angesichts der Situation, der ich dort ausgesetzt wäre. Ich meine aber nicht nur, dass es den Unterschied macht, dass Sie im Gegensatz zu Leuten aus der Wirtschaft oder Medien extrem in der Öffentlichkeit stehen, sondern dass Sie auch einen extrem hohen moralischen Anspruch entwickeln und postulieren. Nein. Bitte? Moral ist das Gegenteil von Politik. Über Moral kann ich nicht so diskutieren, die kann ich haben oder nicht haben. Und stellen Sie mir vor, es treffen zwei Leute aufeinander mit unterschiedlichen moralischen Vorstellungen. Die können sich im Zweifel nur noch erschlagen. Das Problem haben wir ja in der Auseinandersetzung zwischen uns und dem Islam beispielsweise. Oder die Frage, ob Frauen Burka tragen dürfen, ja oder nein. Also Sie haben Leute, die eine moralische Position in der Politik einnehmen, halte ich für extrem gefährlich. Denn mit moralischen Positionen können Sie immer nur Kriege anfangen. Ein Zitat aus dem Tagesspiegel, ein paar Jahre her. Der einzige Makel Kubikis bleiben vermeintliche Interessenskollisionen im Zusammenhang mit der Mülldeponie Schönberg, Anfang der 90er Jahre. Ja. Doch das scheint die Bevölkerung längst vergessen zu haben. Wir machen keinen Film über Schönberg. Ganz kurz, was war da los? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, auch mit Leuten aus dem eigenen Lager? Also meine Anwaltskanzlei ist, und ich selbst bin beauftragt worden, nach der deutschen Einheit, zunächst einmal den Prozess der Rückführung der Mülldeponie Schönberg in öffentliche Hand, also von der Treuen in öffentliche Hand zu organisieren und anschließend die Vertragsgestaltung zu machen für den Betreiber der Mülldeponie. Man muss wissen, dass die Treuen an sich nur privatisieren durfte, also an private Betreiber übertragen durfte. Das Land Mecklenburg-Vorpommern wollte die Mülldeponie aber unbedingt in eigenen Besitz haben. Und ich bin von der damaligen Umweltministerin Mecklenburg-Vorpommerns und dem damaligen Staatssekretär Peter-Uwe Konrad, ich saß ja in Bonn im Deutschen Bundestag, angesprochen worden, ob ich anwaltlich vermittelnd tätig werden kann gegenüber der Treuhand und gegenüber dem Bund.
Also habe ich Theo Weigel einen Brief geschrieben nach der Devise, kann ja nicht sein, dass diese Deponie nun an einen privaten amerikanischen Sonstigenbetreiber verkauft wird. Das Land Mecklenburg-Vorpommern will sie haben. Wir müssen eine Konstruktion finden, dass es funktioniert. Das hat dann auch funktioniert. Dann gab es Betreiberverträge mit einem Müllkonsortium bestehend aus einem großen nordrhein-westfälischen Unternehmen und einem Müllunternehmer Hilmer aus Lübeck. Die hat eine Gemeinschaftsgesellschaft gegründet und sie als Betreiber angeboten. Das Land hatte sich für die entschieden und mir den Auftrag erteilt, die Verträge mit denen auszuhandeln und dann die auf einen richtigen Weg zu bringen. Dazu muss man wissen, dass man ein mehrstufiges Vertragssystem brauchte, um erstens mal sicherzustellen, dass die Rekultivierungsaufwendungen nach Beendigung der Verfüllung der Mülldeponie vorhanden waren, physisch noch, dass die Gesellschaft nicht einfach sagt, tut uns leid, jetzt haben wir zwar Geld verdient, aber die Rekultivierung können wir nicht mehr durchführen. Und es musste sichergestellt werden, das war jeweils der Auftrag, darüber habe ich lange nachgedacht, dass auf die Rekultivierungsaufwendungen es keinen Zugriff des Landes gab, sodass nicht der Finanzminister sagt, da sacken wir erstmal ein und in 30 Jahren soll jemand anders zusehen, wie er damit fertig wird. Also 7 Verträge. Der Bundesgerichtshof hat nach 15 Jahren, wie das Oberlandesgericht Schleswig auch, festgestellt, dass es eine sehr sinnvolle Konstruktion gewesen sei. Es änderte aber sich nichts an der Tatsache, dass nur 2 Komponenten zusammenkamen, die es der SPD in Mecklenburg-Vorpommern ermöglichten, daraus ein Politikum zu machen. Erstens, ich war ein FDP-Politiker in Schleswig-Holstein, als es losging, schon Fraktionsvorsitzender. Zweitens, hier ging gerade die Engholm-Affäre los, also die Schubladen-Affäre. Drittens, das Honorar, obwohl wir an der untersten Gebührenordnung, also Grenze abgerechnet hatten, entsprach ungefähr dem 4-fachen des Jahreseinkommens des Ministerpräsidenten Mecklenburg-Vorpommern. Sie hatten jetzt also Wessi Ossi, sie hatten die Verbindung Kubicki-Hilmer, sie hatten die Verbindung, die Größenordnung der Bezüge und daraus wurde dann richtig, also Wessi leimt Ossi, Verträge sind miserabel, schaden dem Land und ja, das haute dann richtig rein, hat führte dann bei mir jetzt zum Rücktritt vom Fraktionsvorsitz und vom Parteivorsitz, weil mir klar war, dass die Verfahren, die dann laufen, mehrere Jahre in Anspruch nehmen, ich meiner Partei nicht weiter schaden wollte. Übrigens sehr eng begleitet, auch von vielen Mitgliedern aus meiner Partei, mit Informationen, die sozusagen dann gestreut wurden. Der Rechnungshof in Tanneberg war ein FDP-Mann, Otto Graf Lambsdorff hat sich hinter den Kulissen ein bisschen eingemischt und andere, die ich jetzt nicht namentlich benennen will, hatten Medien mit Informationen versorgt, die, wie das immer so ist, teilweise richtig, aber überwiegend falsch waren. Warum? Daraus sind 5, ja, um mich sozusagen zu erledigen, um mich politisch, um meine politischen Wirkungsmöglichkeiten zu erledigen. Da mir das aufgefallen war und da ich das politische Spiel schon kannte, hatte ich dann entschieden, dass in den Untersuchungsausschuss Schublade in Schleswig-Holstein nicht Kubicki als Person geht, sondern Dr. Bernd Buchholz, mein damaliger parlamentarischer Geschäftsführer, der die Sache ja sehr gut gemacht hat, weil ich gesagt habe, obwohl mir das auf den Leib geschnitten wäre, diese Nummer, dass ich dann jedes Mal hier vors Blatt genommen werde, weil wir im Rahmen des Schubladenuntersuchungsausschusses das Verhalten von Engholm und Janssen untersuchen, das tue ich mir nicht an. Wie gesagt, der Prozess hat insgesamt 15 Jahre gedauert, 2 parlamentarische Untersuchungsausschüsse, mehrere staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren und insgesamt 2 Gerichtsverfahren, jedes Mal bis zum Bundesgerichtshof hoch. Ergebnis war relativ hohe Prozesskosten für das Land Mecklenburg-Vorpommern und Entscheidungen, alle komplett zu meinen Gunsten. Ich habe gesagt, ich kann damit immer noch leben, damit verdiene ich ja immer noch Geld. Aber trotzdem ist 15 Jahre immer dieses Signum, schlecht beraten und sich korrumpieren lassen, in mir vorgehalten worden. Das kennen Sie ja auch, nicht? Die Meldung darüber, dass der BGH nun bestätigt hat, dass alles in Ordnung war, war nicht mal eine halbe Seite wert. Die Meldungen 1993 bis 95, so im 3-Tages-Abschnitt, was alles falsch gelaufen ist durch die andere Seite, nicht? Die wurden immer seitenweise publiziert. Das finde ich jetzt alles nicht so erschütternd für Sie natürlich, aber eigentlich so, wie man das politische Spiel kennt, was für mich jetzt doch eine neue... Sagen, erschütternd war für mich, ich habe eine Szene vor Augen, deshalb kann ich mich, glaube ich, auch in das hineinversetzen, was Jürgen Möllemann zum Schluss passiert ist. Ich hatte eine Wahlveranstaltung in Eckernförde und komme nachts nach Hause, schalte den Fernseher ein und bei NTV läuft durchs Bild Haftbefehl gegen Kubicki. Dann setzen sie sich erstmal hin und kriegen keine Luft, definitiv.
und überlegen sich, es kann ja gar nicht sein, du bist der Abgeordnete, es kann doch gegen dich gar kein Haftbefehl ergehen, ohne dass die Immunität aufgehoben wird und, und. Aber sagen sie mir, das kann ja trotzdem alles sein. Die nächste Überlegung ist, wächst du jetzt deine Frau und das sind auch lieber nicht. Und dann ist die nächste Überlegung, was sagt deine Mutter, wenn die morgen liest, Haftbefehl gegen dich, die fällt tot um. Also da läuft so viel rum und da die Einschläge sozusagen alle zwei Tage kamen, zermürben sie auch irgendwann. Und das war die Phase, in der ich wirklich mir überlegt habe, eigentlich kannst du jetzt in die Ostsee gehen. Den Gedanken habe ich nach 10 Minuten wieder verworfen, aber der war da. Das hört nur auf, nicht, wenn du jetzt nicht mehr da bist. Du willst das nicht mehr. Also gerade auch mal dem Bewusstsein, sie haben sich selbst nichts vorzuwerfen. Nicht? Dann sagen sie mir, das kann doch nicht wahr sein. Es ist jetzt von überall kommen lauter Einschläge. Das wird doch immer schlimmer statt besser. Und es ist aus seinem eigenen Beritt niemand da, der dich aufrichtet. Also meine persönlichen Freunde, ja, aber für die war es natürlich auch immer schwierig. Nicht? Professor Samson, der sagt, ich habe ein Essen und 3 Leute sagen jetzt ab, weil du kommst. Dann habe ich gesagt, okay, die will ich nicht mehr sehen. Oder Bruno Schneider mit seinem Bistro in Strande, nicht, der zu Gästen, die gesagt haben, wir kommen nicht mehr, wenn Kubicki kommt, gesagt haben, bleiben Sie weg. Aber das ist für die ja auch jeweils eine Belastung, verstehen Sie? Und dann sagen sie sich irgendwann mal, nee, Schicht im Schacht. Okay, ich nehme das zurück mit dem, dass es nicht erschütternd ist. Ja, was? Sie müssen damit rechnen. Anders, wenn ich meine Erfahrung von heute, also würde mich dazu veranlassen, mit der Sache anders umzugehen. Sie müssen ja auch mal Lernerfahrungen sammeln. Also heute würde ich wesentlich offensiver damals damit umgehen, als ich das damals gemacht habe. Damals habe ich gedacht, sich hinzustellen, zu verteidigen, ist wie, wer sich verteidigt, klagt sich an. Am besten Ruhe. Und lass doch mal die Gerichte und die Behörden ermitteln. So, und dann stellen Sie fest, dass die Zeit, bis die zu einem Ergebnis kommen, medial sich schon hingerichtet hat. Das heißt, es nützt Ihnen anschließend das Ergebnis nichts mehr. Und deshalb lerne ich jetzt immer, egal was ist, offensiv damit umzugehen. Und zwar volle Breitseite. Also nicht von wegen angreifen, sondern offen. Aber erstaunlich finde ich schon, dass, wie Sie ja gerade geschildert haben, sogenannte Parteifreunde, Leute aus Ihrem eigenen Lager, dafür sorgen, dass Informationen an die Presse gegen Sie genutzt werden. Ja. Das war ja vermutlich für Sie auch eine wesentlich neue Erkenntnis. Also in der Breite, weil es ja auf Existenzvernichtung ausgerichtet war, war das eine wirklich neue Erkenntnis. Vor allen Dingen auch, weil Personen beteiligt waren, von denen ich das zum damaligen Zeitpunkt nicht erwartet hätte, mir hinterher erklären konnte, warum das so geschehen ist. Wissen Sie, wenn Sie, wie ich jetzt 41 Jahre politisch tätig sind und davon seit 1972 auch in Führungsfunktionen, auf dem Weg verletzen Sie immer irgendjemanden, erfüllen Sie immer irgendjemandes Wunsch nach Karriere nicht, sagen Sie immer jemandem auch öffentlich mal die Meinung, der das so nicht verkraften kann. Und in dem Moment, in dem eine Gelegenheit sich bietet, sich sozusagen, nicht, ich will nicht sagen dafür zu rechnen, sondern das zu kompensieren, wird diese Gelegenheit schlicht und ergreifend auch genutzt. Existenzvernichtend, haben Sie gerade gesagt. Ja, das war ja darauf ausgerichtet, mich in der Existenz zu vernichten. Also ich hätte als Anwalt, wenn ich verurteilt worden wäre, meine Lizenz verloren. Ich hätte bei den Strafverfahren, wenn es zu einer Anklage oder Verurteilung gekommen wäre, mit Sicherheit Gefängnisstrafe absitzen müssen. Also es wäre existenzvernichtend gewesen. Wobei ich immer nicht weiß, ob diejenigen, die dann Informationen gestreut haben, das tatsächlich darauf angelegt haben, nur das wäre die konsequente Folgewirkung gewesen. Und das waren Informationen, die nur die haben konnten? Die nur die und wenige haben konnten. Ich weiß mittlerweile ganz genau, wer was in diesem ganzen Prozess getan hat und gemacht hat. Und bei den meisten habe ich mich dafür auch schon ganz ordentlich bedankt. Wie denn? Naja, sagen wir mal, deren Erwartungen, das Fortkommen ist so nicht erfüllt worden, wie sie die Erwartungen hatten. Das haben Sie jetzt sehr freundlich gesagt. So sage ich das auch. Ich bin nicht nachtragend, aber ich vergesse nichts. Alter Grundsatz meiner Frau übrigens auch. Und wie haben Sie das gemacht? Naja, wenn Sie in bestimmten Funktionen wieder sind, dann können Sie sehr massiv Einfluss darauf nehmen, ob jemand in Anführungszeichen etwas wird oder nicht. Sie haben Rache geübt, Herr Kubicki. Rache ist für mich mehr als die Kompensation. Also ich habe den Level sozusagen nie verlassen. Rache üben wäre was anderes gewesen. Rache üben wäre in Richtung Existenzvernichtung gegangen. Sowas hätte ich nie getan, auch nie gewollt eigentlich. Aber jemandem dokumentieren zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass sich das nicht gelohnt hat, das war es schon wert. Das heißt, dass Sie Feinde haben? Naja, ich habe nicht nur Freunde. Feinde ist der falsche Ausdruck.
Gegner, würde ich sagen. Gegner sowohl in den eigenen Reihen gar kein Vertun, als auch Gegner bei der politischen Konkurrenz. Aber damit muss man rechnen, damit in die Politik geht. Damit muss man nicht nur rechnen, das ist sozusagen Grundvoraussetzung dafür, dass Sie Gegner haben, denn ansonsten würden Sie ja dokumentieren, dass Sie keine Ecken und Kanten haben, dass Sie sozusagen beliebig sind.